Hey Freunde, ja, willkommen zu einem neuen Let's Show. Ihr seht schon, es ist Minecraft. Und ich habe einfach mal vor, also ich zocke hier an der Xbox, wie ihr auch unschwer erkennen könnt. Und das hier war die erste Welt, ja, ich zeige sie nochmal so ein bisschen rum hier. Das hier war die allererste Welt, die meine Freunde und ich zusammen bebaut haben. Da gab es noch nicht so viel, es gab noch nicht diese Steinzieltreppen. Ich kann das ja mal eben zeigen, also es wurde ja schon aktualisiert, aber auf der Welt gibt es zum Beispiel noch keine Sümpfe, es gibt keine Seerosenblätter, aber ja, mittlerweile kann man halt hier Steinziegel und sowas bauen, man kann mittlerweile so Zeug wie hier, wo ist es, hier Kolben und sowas kann man mittlerweile bauen. Das war damals alles noch nicht möglich, als das hier gebaut wurde. Deswegen ist hier auch alles im Überlebensmodus entstanden. Damals gab es auch den Creative-Modus auf der Xbox noch nicht. Und ich zeige euch mal die Karte, wie sie aussieht, ja. Sieht doch eigentlich ganz cool aus. Ihr könnt euch die noch kurz angucken, während ich noch weiter quatsche. Und ja, wie gesagt, alles, was hier gebaut wurde, ist im Multiplayer-Modus entstanden. Wir haben meistens zu dritt bis zu viert gebaut. Und da waren halt der Marvin, der Jonas, Thorsten und ich. Und Thorsten kennt ihr sicher noch von dem Worms bei Armageddon Battle. Und ja, der Thorsten und ich, wir haben hier größtenteils zusammengebaut. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns einfach alles an. Das hier ist übrigens praktisch mein Haus, was ich am Anfang gebaut habe. Das war am Anfang nur super klein. Dann habe ich es vergrößert. Ja, hier mit so einem schönen Kronleuchter. Ein paar Bilder, hier ein paar Betten, falls man wirklich mit Multiplayer zockt, dass alle schlafen können. Weil es müssen ja alle gleichzeitig schlafen, dass die Nacht vergehen kann. Hier haben wir uns alle für einen Erfolg, haben wir uns dann Wölfe gefangen. Und dann haben wir die hier einfach unterkommen lassen. Und ich habe vergessen, dass ich mich auf beschäftigt stellen muss. Das mache ich mal schnell noch. Hihihi. Ist ja jetzt so, zack, beschäftigt, alles klar. So, ja, kann auch mal passieren. Ja, wie ihr seht, haben wir hier ein großes Lager. Nahrung und Werkzeug darunter hier, wenn man mal nicht im friedlichen Modus zockt. Hier ein bisschen Werkzeug, ganz viele Eimer. Ganz viel Dreck und hier so ein bisschen normaler Stein, TNT, Ziegel. Alles mögliche hier, Zeug, was man überall bekommen kann, Cobblestone, Holzzeugs, was gerade leer ist, hier so die ganzen Rohstoffe, Mineralien oder was auch immer das ist, ne? Redstone-Zeug, Kohle und so weiter, ihr wisst schon, was ich meine. Hinterm Haus habe ich direkt das Nether-Portal eingerichtet, hier so ein bisschen epischer gemacht, so, ne? Dann hier ganz viel Glowstone, sieht doch irgendwie ganz cool aus. Und, ja, ich zeige euch mal, was der Marvin sich gebaut hat hier. Einfach nur so ein potthässliches Misthaus. Ne, also am Anfang, ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat. Die Treppe hier hat am Anfang noch gar nicht existiert. Ich sag raus, aber schnell. Ja, der Marvin wollte sich einfach nur ein Haus bauen. Und, ja, dann ist es irgendwie immer größer geworden. Ihm ist immer was Neues dazu eingefallen. Hat es aber einfach in diesem hässlichen Cobblestone-Design gelassen, ja. Ja, man kann hier rauf, wie ihr seht. Hier hinten kann man übrigens sehen, ja, unsere hier Zuckerrohrplantage, Kaktusplantage, hier dieser ganze Bahnsteig, der ist auch für einen Erfolg. Man muss nämlich 1000 Blöcke hintereinander einfach nur geradeaus fahren. Und dann habe ich das von dem einen Ende der Karte bis zum anderen Ende. Es geht wirklich von links nach ganz rechts. Haben wir das gemacht für einen Erfolg. Da, wo diese hohen Türme einfach sind, da sind meistens einfach Markierungen gewesen für irgendwelche Höhlen, wo man halt viele Mineralien und sowas findet. Da hat sich ein Kumpel eingerichtet, der mal einmal drin war, hat er sich hinausgebaut, hat er sich gleich wieder verpisst, der Arsch. Aber egal, gehen wir jetzt weiter auf Marvins Haus ein. Ja, es geht noch ein bisschen runter hier. Und ja, ein paar Fensters. Ganz standardmäßig. So. Übrigens, er hat sich dann irgendwann einfach ganz groß ein M oben rauf gebaut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jeder soll wissen, dass es das Haus von Marvin ist. Dann habe ich mir gedacht, das kann man noch ein bisschen perfektionieren. Und ja, aus bisschen Wolle habe ich dann sowas gebaut. Ach, da war ich stolz drauf. Als die Leute dann erstmalig, nachdem das da stand, dann wieder reinkamen, haben sie sich auch gedacht, also komplexer hast du dich, oder? Total lustig. So, hier ist der Jonas. Übrigens haben wir ihn auch immer Schröder genannt. Hier Schloss Schröder, ja. Sein Nachname ist übrigens Schröder. Der hat sich hier einfach nur so ein Haus mit mehreren Stockwerken gebaut. Hier so eine kleine Flussanlage. Ich gehe erstmal nach unten. Da hier mehrere Türen, ja, super sicher. Da hier hat er so eine Art Balkon noch. Kann man hier schön in die Landschaft schauen. Es gibt auch... runter. Hier unten hat er sein Nether-Portal gebaut, soweit ich weiß. Yep. Übrigens muss ich hier sagen, das mit dem
hier Glowstone um das Portal herum, dass es einfach nur cooler aussieht. Das habe ich echt von ihm, ja. Er hat angefangen, geil, Mann, hier Glowstone, sieht cool aus. Und hat mir gedacht, könnte man ja auch machen. Und so ist das dann bei mir auch entstanden. Also ja, habe ich von ihm abgeguckt. Ich bin so ein Arsch. So, es geht aber auch noch, nee, wo war es denn? Hier war es jetzt. Es geht auch weiter hoch. Hier hat er seine Kisten, die übrigens ja, nicht ganz leer sind. Oh, ja, hier. Hier hat er sein ganzes Zeug gelagert. Mein Haus war praktisch das Gemeinschaftslager, aber jeder hatte sein eigenes Zeug noch ein bisschen, ne? Hier Öfen und sowas. Und hier oben hat er dann immer gepennt. So ganz alleine. So, gehen wir mal weiter gucken. Übrigens, ich benutze hier den Skin von Officer Dick aus Tony Hawk's Pro Skater HD. Ist ganz cool. So, was gibt's noch? Ja, hier ist ein kleines Abfallzimmer sozusagen, ja. Wenn man was wegschmeißen will, hier eine kleine Kürbisplantage. Hier habe ich einfach so ein bisschen Lava reingebaut, fragt mich nicht warum. Hier hat sich letztens, naja, was heißt letztens, vor ein paar Monaten meine Freundin hingebaut, hat, ich habe sie gefragt, ja, willst du nicht ein Haus bauen? Hier wohnt Lisa. Ja, ganz schlicht eingerichtet hier, ganz schön, hat sie auch irgendwas drin? Ja, gleich alles klauen, Spaß. Ja, hier ein paar Schienen, da irgend so ein Bahnhof. Jetzt kommt eine große Story, Leute. Auf dieses Bauwerk hier, was Thorsten und ich ganz alleine gemacht haben, sind wir beide sehr, sehr stolz. Eigentlich war das ja eine total unebene, ekelhafte Landschaft, ja. Die haben wir dann beide gerade gemacht, mit ganz viel Erde, ganz viel Arbeit. Das hat so lange gedauert. Dann haben wir uns gedacht, wir wollen irgendwas Spektakuläres, was nicht jeder hat. Zumindest hier bei Xbox. Dann haben wir uns gedacht so, ja, One Piece sind wir beide totale Fans von. Und da gibt es ja Enies Lobby. Ist ja auch so eine Art fliegende Insel, welche halt von so einem Wasserkrater umschlungen ist so teilweise. Also ihr wisst ja, was ich meine. Und dann haben wir so als Beispiel das genommen und haben uns dann praktisch hier so einen schönen Krater gemacht. Haben wir erst die Umrisse der beiden fliegenden Inseln da ausgesucht. Dann haben wir praktisch, geht man über die Brücke in das Haus hier. Ist sozusagen so ein Haus, so nach dem Motto, du kommst hier nicht rein oder du kommst hier rein. Und dann kann man durchgehen. Das Haus werde ich euch später noch zeigen. Jedenfalls hat das ewig lange gedauert. Wir waren tagelang beschäftigt, das alles hier mit Hilfe von TNT oder auch hier Schaufel und Pickaxe zu leeren. Hat sehr lange gedauert. Und vor kurzem habe ich dann auch endlich ja das Ziel ich habe dann praktisch, wollte ich das Ziel endlich erfüllen. Ich habe dann das ganze Ding hier, habe ich überall einen so ein Ding abgenommen und überall Wasser hingesetzt, dass es hier runterfließt. Musste aber, ihr seht, es ist ja voll uneben, ne? Es ist noch an ganz wenigen Stellen, geht es wirklich gerade runter. Ich musste an so vielen Stellen noch ganz viele Steine wegnehmen und Wasser nachfüllen. Ich saß da, glaube ich, 5 oder 6 Stunden dran. Ihr seht auch überall Fackeln an den Stellen, wo hinter dem Wasser noch Platz war, habe ich auch einfach so ausgeleuchtet, weil es toll aussieht, ja? Und ja, so an sich, also ich bin sehr zufrieden damit. Und wie gesagt, Leute, nochmal, alles, was hier ist, wurde im Überlebensmodus geschaffen, ja? Also nix hier von wegen rumfliegen und einfach hier Bumm machen hier, ne? Das hat wirklich ewig gedauert. Also hier waren wir sehr stolz drauf, weil Ziegel gab es am Anfang noch nicht so viele. Hier habe ich einfach so einen Brunnen gemacht. Es gab auch Zeiten, da sind hier immer wieder regelmäßig Tintenfische drin gespawnt, voll cool. Hier ist noch so eine kleine Höhle, wo unten habe ich mir so für Notfälle mal so ein riesen Lager eingerichtet, wo aber nicht wirklich was drin ist, ja. Aber immerhin. Ja, da habe ich extra so viel ausgehoben und dann brauchte ich nur so ein bisschen hier. Auch nicht schlecht, ne? Ich bin ein Schwaggel. So, wir gucken einfach weiter. Hier habe ich mir gedacht, baust du einfach mal einen Bahnhof. Und ja, Leute, es ist wirklich Eisenblockzeugs. Das liegt auch daran. Später hat man dann wirklich so einen Trick irgendwie rausgefunden mit dem Dispenser, dass man die Sachen verdoppeln konnte. Und so haben wir uns dann wirklich zur Not, weil es halt schön aussieht, ja. Ist ja wirklich so, Eisen sieht toll aus. Seht ihr auch an unserem schönen großen Haus hier. Ja, wir haben das halt auch aus Eisen und ein paar Goldblöcken gebaut. Haben wir uns wirklich einen so einen Eisenblock gemacht und den dann ein bisschen verdoppelt zum Bauen. Sieht ja halt extrem schön aus, ihr seht es ja auch. So, das hier sollte dann ein Bahnhof sein. So schön aus Eisen und Glas, habe ich mir gedacht, habe ich einfach so gebaut. Dann habe ich mir überlegt, ja, machst du irgendwann so Schienensysteme, die dann durch die ganze Welt führen. Aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen, also nicht wundern. So. Übrigens, die Bäume hier standen auch nicht, ja. Ich musste die auch alle pflanzen und so weiter. Hier hat sich mal ein Kumpel von mir, der Mr. Ninja Rabbit, vielleicht kennt ihr den noch, der müsste auch in meiner Abo-Box sein. Hier Toby the Creeper. Hat sich einfach so ein Zelt gebaut hier, wie so ein Indianer lebt er hier. Oh, ganz viel Diamantzeug. Auch nicht schlecht. Ich würde sagen, ich gehe als nächstes erstmal
nochmal kurz auf die Schlucht ein hier. Ich habe als Abstieg, dass man da runterkommt, so eine Leiter gemacht, habe da ein paar Zwischenstationen gebaut, dass man halt wirklich sicher unten ankommt. Und ich weiß gar nicht warum, ich habe da einfach aus Obsidian dann... Ich habe da einfach aus Obsidian so eine Plattform da gebaut mit Fackeln und so. Das sieht irgendwie so ein bisschen mysteriös aus, als ob da unten irgendwas ist, ja. Nee, schon cool. Ja, also Thorsten und ich, wir sind wirklich sehr stolz auf das Gebäude auch. Gehen wir einfach mal durch. Das war so anstrengend hier mit der Brücke bauen und alles. Hier ist praktisch diese Zollstation. Hier steht dann so imaginär jemand. Ey, willst du durch, Mann? Gib Kohle her. Da hast du. Cool, Mann. Danke, kannst durch. So, hier schön mit Laternen, ne? Muss ja schon hell sein. Hier am Haus sieht man auch schön N für Nils, T für Thorsten. Wir beide sind die Bauer oder Erbauer. Und dann haben wir hier erstmal angefangen, ja, nochmal als Beispiel hier zum Bauen. Eisenblöcke haben wir uns verdoppelt, ja. Einfach nur zum Bauen, darf man ja machen. Hier, wir haben, sieht da eigentlich richtig schön modern aus, ne? So eine schöne Decke, so eine weiße schöne Decke mit Glowstone als Lampen. Dann haben wir uns überlegt, hier machen wir Lagerräume, beziehungsweise irgendwie eine Werkstatt einrichten, aber das haben wir nie fertig gemacht. Ja, hier fehlen sogar noch Scheiben, na toll. Haben wir hier noch am Treppenraum nochmal eine Beschreibung. Hier, erster Stock, Wohnräume, erstmal E, also hier Erdgeschoss, ne? Lager und Werkstatt, erster Stock Wohnräume, zweiter Stock Konferenzraum, dritter Stock Bordell und Terrasse. Fragt mich nicht, wie ich auf das Bordell gekommen bin, ich wollte einfach ein Bordell einbauen. Und viertes Stockwerk ist dann der Dachgarten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hoch. Hier schön so eine Wendeltreppe, einfach nur im Kreis, mit Glas in der Mitte, dass man halt nicht runterfallen kann, und schön Glowstone in regelmäßigen Abständen, dass es schön hell erleuchtet ist. Hier außen übrigens diese schönen Fenster, sieht auch sehr schön aus, ja, das war Thorsten seine Idee. Gucken wir uns erstmal hier die Wohnräume an. Kutte und Nils. Also Thorsten ist Kutte, ne? Hier, Prophet des Todes, Donnergott Kutte. Ja, er hat sich ganz schlicht eingerichtet. Hier, ein paar Bücher, Dings da hier. Soll ein Flachbildschirm darstellen. Ein Lager mit ganz viel Wasser. Hat wohl Durst. Eine kleine Sitzecke, schöner blauer Boden. Ja, ist doch ganz schön. So, wir sind ja nicht in der U-Bahn, schon die Türen zu machen. Dann hier einfach so Räume eingerichtet. Wir haben uns überlegt, wenn ein Kumpel noch hier einziehen würde, das ist ja zyanfarbene Wolle und seine Lieblingsfarbe war auch Zyan. Haben wir gedacht, wir können die Wand einreißen, hat er auch so ein großes Zimmer wie wir, aber irgendwie wollte er dann nicht. Ups, jetzt habe ich hier, ups, so, komm her, da. So, hier ist auch noch ein schönes Zimmer, hier schön mit Magenta, nee, nicht Magenta, das ist einfach nur violette Wolle, glaube ich. Aber sieht auch schön aus, oder? So eine schöne violette Wolle hier, lala, kann man schön rausgucken, toll. So, hier, Fürst des Schreckens, Nils, frag mich nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ja, hier, schön hier, schön Musik machen hier, lala. Hier eine Schallplatten, ups, Schallplatten-Dings da. Hab auch, glaube ich, eine Schallplatte. Genau, die findet man ja, wenn man Skelette sich selbst abschießen lässt oder Creeper von einem Skelett töten lässt oder so, irgendwie, ne? Hier ein Bett, paar Posters, eine Sitzecke und was zum Bücherlesen. Dann hier noch so ein schönes Fenster zum Rausgucken, sehr toll. Gehen wir mal weiter in das nächste Stockwerk. Dann hier nochmal schön den Flur mit einem Bild verschönert, ne? So gehört sich das. So, nächstes Stockwerk, zweiter Stock, Konferenzraum. Hier ist die Chill-Lounge, hier wartet man und chillt einfach nur, schön mit Musikbox, ein paar Kisten. Und hier ist dann der Konferenzraum, hier werden die ganzen Ideen ausgebrütet. Hier sitzen wir alle und freuen uns einen Arsch auf oder so, ne? Da hier reservierte Plätze für mich und Thorsten, oder Thorsten und mich, ne? Der Esel nennt sich ja immer zuerst. Ja, schön mit Ausgucke, kann man schon rausgucken, was hier los ist. Und auch Bücher in der Wand, ja, sind alles wichtige Dokumente und so, ne? Natürlich, natürlich. Ne, soll ja möglichst cool wirken. Ja, Minecraft ist schon sehr kreativ. So, die dritte Stockwerk hier mit Bordell und Terrasse. Hier ist einfach nur ein langer Flur, ne? Und, ja, da kann man durchlaufen. Mehr ist hier nicht, einfach nur schöne Bilder, ne? Gehen wir mal auf die Terrasse. Es ist übrigens schon ziemlich dunkel. Man, jetzt geh ich ja, willst du nicht? Doch, er will. Ist übrigens schon ziemlich dunkel geworden, aber ist ja egal, ist alles beleuchtet hier. Sieht schön aus, wenn ihr alle so... No, verdammte Scheiße. Ah, Mann, das ist jetzt fies. So, ja. Hier eine schöne Terrasse zum Ausgucken. Hier kann man sich die ganze Welt angucken. Naja, nicht die ganze Welt, aber die Umgebung hier. Kann man schön Kaffee schlürfen hier und so weiter, ne? Ihr versteht schon. So, zack, du. Hier ist der Eingang zum Bordell. Fragt mich nicht, wieso hier Redstone. Das haben mich alle gefragt. Ich fand, das sah einfach optisch cool aus. Hat gepasst. Hier, die Wände und der Boden passt ja perfekt. Ein riesen Betten-Kombi-Dings da hier, ne? Und so weiter. Fragt mich nicht, wieso wir das unbedingt haben wollten, aber ist ja irgendwie cool. Wirkt so warm hier, ne?
So. Dann gibt es natürlich noch eine Etage. Es geht noch ein bisschen höher. Hier ist aber auch Ende im Gelände. Hier ist der Dachgarten. Ganz schön eingerichtet mit Bäumen. Ja, Bäume, die müsst ihr eigentlich durchratzen durch das ganze Zeug hier. Aber nee, hier eine kleine Sitzecke, welche irgendwie komisch aussieht. Egal. Ja, schön mit Gras, Kürbisse, die Licht machen. Sogar mit einer kleinen Wasserquelle. Also, ja. War auch Thorsten seine Idee, dass wir oben noch so einen kleinen Garten machen. Eine sehr gute Idee, Thorsten. Bin sehr stolz auf dich. Ja, so viel zu unserem Riesenprojekt, was wirklich sehr viele Stunden in Kauf genommen hat. Der Krater an sich hat eigentlich am längsten gedauert und dann das Ausfüllen des Kraters mit Wasser und so weiter hat auch nochmal sehr, sehr lange gedauert. Aber ich bin stolz drauf. Also, das ist wirklich Arbeit, die sich gelohnt hat. Ich wollte das Let's Show hier auch machen, weil die Karte, die konnte ich eine Zeit lang nicht mehr benutzen auf meiner alten Xbox. Ich habe ja die neue Halo Xbox jetzt. Und auf meiner alten Xbox, da hat sich das hier immer aufgehangen nach den ganzen Updates. Und ich war total verrückt geworden und wusste einfach nicht, was ich machen sollte und so weiter. Ihr könnt euch das ja denken. Ja, wir können auch mal gucken, hier ist noch alles schön dunkel. So, es gibt eigentlich nicht mehr viel zu zeigen. Es gibt hier halt überall Höhlensysteme, wo man Zeugs dingsen kann. Wir haben eigentlich noch so viel geplant gehabt, ja. Aber in Zukunft wird es halt so sein, dass ich auf einer neuen Welt spiele, weil es dann halt auch die ganzen Sümpfe gibt, die Seerosenblätter, die voll praktisch sind und so weiter. Ja, aber bin ich stolz drauf hier. Was wir hier alles haben, ey, so krass. Hier schön nochmal ganz viel Dreck, noch ein paar Sachen. Alles voll hier, ne? Deko. Yay. Ne, ist echt cool. Ah ja, hier unten habe ich auch noch so eine Pilzfarm. Döp, 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 döp. Haben wir hier eine Schaufel. Ja, die verbreiten sich schön, die freuen sich, die Pilze. Zack, zack. Guck mal alle her hier. Zack, zack. So, ja, die Pilze, die mögen ja Dunkelheit, deswegen habe ich es hier immer schön dunkel. Dup. Und tschüss. So. Dann gibt es aber noch ein Haus. Ja, übrigens, die Welt hier heißt Land of Confusion. Einfach, weil, ja, passt ja. Ist ja einfach sozusagen das Land von Thorsten und mir war es zuerst, ja. Wir sind beide große Disturbed-Fans und da heißt ja ein Song Land of Confusion. Und da haben wir uns gleich gedacht, jo man, Land of Confusion. Ich werde auch den Part so nennen, weil das ist ja die Welt, Land of Confusion. Deswegen, ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert, was ist das für ein scheiß Partname? Aber ist halt Land of Confusion. So, es gibt aber noch etwas, Leute. Nämlich hat sich hier jemand noch schön eingenistet. Also hier ist, wie gesagt, dieses Haus von dem einen Typen, der hier mal reinkam. Es gibt auch noch ein Haus, das hat ein kleiner Prominenter gemacht, ja. Ne, ihr wisst ja, Marcel und ich, also der Luxer Klink und ich, wir sind ja super beste Freunde geworden. Mittlerweile schon über 3 Jahre und ja, einfach total cool, wir verstehen uns super. Und ja, für mich ist er halt zum allerbesten Freund geworden. Und ich bin halt auch einer seiner besten Freunde. Und ja, einmal war er zu Besuch, da hat er sich hier das kleine Haus gebaut. So ganz schlicht und einfach. Er ist ja nicht ganz fertig geworden leider, aber ich kann es euch ja mal zeigen. Hier schöne Sitzecke, den Ofen, Werkbank, eine Kiste zum Lagern. Hier soll es dann wohl zum Keller runtergehen. Finde ich auch cool hier mit diesem Geländer. Und dann geht es ja auch noch aufs Dach rauf. Vielleicht wollte er hier noch irgendwas machen, ich weiß es nicht, aber ja, hier hatte Marcel sich eingerichtet. Ist doch cool. was mir gerade einfällt, ich werde mal nochmal zurücklaufen. Denn ich muss euch eine Story erzählen. Also es gab ja viele Leute, die dann meinten, wenn wir so unser Dings reingeholt haben, die haben total gestaunt wegen dem Krater, weil sowas haben sie auch noch nicht gesehen. War auch immer dieser riesen Krater, dann irgendwann waren da Inseln und dann diese riesen Gebäude da drauf. Fanden alle total cool. Und dann wollten die sich halt immer Häuser in der Nähe bauen. Und da gab es einen Typ, Leute, ja. Total schrecklich, sage ich euch. Übrigens ja hier, wir haben Wüste und Schnee. Also haben wir alles da, voll cool. Und hier ist jetzt die Stelle. Ja, hier sieht alles mit dem kaputt aus. Übrigens, hier ist noch eine Auskugel, da gehe ich nochmal schnell hoch. Kommen wir nochmal hier. Habe ich extra aus echten Baum gebaut, dass es so aussieht, als ob hier so ein riesengroßer Baum war. Dann habe ich halt schön Treppen rumgebaut, dass man hochkommen kann. Und dann kann man sich hier so ein bisschen umsehen. Toll, ne? Ja. So, ihr seht diese große freie Fläche, kann ich euch ja zeigen. Ein Typ kam mal rein, ja. Der hat gefragt, ob er sich hier irgendwo in der Nähe vom Krater ein Haus bauen kann. Ich musste weg, deswegen habe ich einfach gesagt zu ihm, ja, mach aber nicht zu nah am Krater. Thorsten, der war noch drinne, hat aber in dem Haus da gebaut und so. Der war halt beschäftigt, hat nicht geguckt. Hat der Typ sich erstmal hier total neben dem Krater gebaut, haben wir gesagt, nee, du, das ist zu weit. Hat er das bisschen, was er aufgebaut hat, hat er ein bisschen abgebaut, ist weiter weg. Und hier, wo diese ganz große Fläche war, hat er sich ein Haus gebaut. Das war total riesig, hat gar nicht reingepasst, sah irgendwie nicht toll aus, war doof, ja. Dann hat er gesagt, also irgendwie gefällt mir das ja auch nicht.
Dann haben wir gesagt, ja gut, dann lässt du das, dann haust du jetzt ab und dann hauen wir das später weg. Dann hat er gesagt, oh nee, ich kann das doch mit TNT selber wegsprengen. Na meinst du, du schaffst es? Ja, ja, na klar. Ja, pass auf, dass du nicht kaputt machst. So, er geht hin, baut hier überall TNT, sprengt alles weg und dann war hier ein riesiger Krater im Boden. Und das hat mich so angekotzt, ja, das hat mich so aufgeregt. Und, ja, seitdem war der nie wieder bei uns drin. Ich glaube, hier hat er auch irgendwie Mist gebaut oder... Obwohl, nee, das hier sah schon immer so aus. Das sah schon immer so aus. Cool, ne? Nee, das war eigentlich alles so, wenn man so mal guckt. Ja, ich kann nochmal runtergehen, weil es echt cool aussieht. Und dann könnte ich da unten Schluss machen, weil so an sich fällt mir jetzt nichts mehr ein. Ich guck mal nochmal auf der Karte. Gibt's noch irgendwas? Eigentlich nicht. Ja, das war das Wichtigste circa. Gut. Gehen wir nochmal runter. Schön den gebauten Weg da. Und ja, das ist praktisch unsere kleine Minecraft-Welt, die wir hier auf der Xbox zusammen gebaut haben. Ja, es war lange Pause, es ist lange nichts entstanden. Aber ich bin dann doch sehr stolz drauf, auf das, was wir hier erbaut haben. Voll cool. Hier sieht auch richtig geil aus, oder? Ich versuche mal, komme ich auf die Plattform drauf? Müsste ich, glaube ich. Nee, egal, kann man ja von hier gucken. Sieht doch echt schön aus, oder? Fließt hier schon Wasser lang, da habe ich noch so einen kleinen Spalt offen gelassen. Ja, voll cool, alles voller Wasser. Ja, Leute, so viel dazu. Ja, ich bedanke mich natürlich dafür, dass ihr euch das Video hier angeschaut habt. Ich hoffe, meine Minecraft-Welt gefällt euch. Ihr könnt ja eure Meinung dazu geben, was ihr hier cool findet, beziehungsweise was ihr nicht cool fandet. Oder auch, ja, vielleicht habt ihr eine Xbox und wollt ja auch gerne noch was reinbauen oder mit mir zusammen auf der neuen Welt spielen. Denn ich möchte ja in Zukunft vielleicht mit einem Kumpel wieder anfangen, ein bisschen rumzubauen auf einer neuen Welt. Und dann werden wir alle sehen, ne? Und ja, dann nochmal danke fürs Dabeisein. Hat Spaß gemacht, die Welt zu zeigen, auf jeden Fall, auch wenn sie jetzt inaktiv ist. Und ja, Leute, dann sehen wir uns hundertprozentig auch in den nächsten Videos wieder. Und bis dahin habt viel Spaß bei allen anderen Videos oder zockt schön und habt Spaß und alles, ne? Ganz viel Spaß. Toll, toll, toll. Also Leute, ciao, ciao.